So, liebe Leute, wir sind jetzt weiter mit Grid und damit herzlich willkommen zurück zur Classic Touring UK. So, wir nehmen diesmal ein anderes Auto mit dann mit dabei. Ach komm, wir nehmen den Ford. Ja. Mit einem neuen Teamkollegen auf jeden Fall an der Seite. Und es geht los mit Brand Sage. Da sind auch nur drei Runden, also die sind wir ja schon gefahren in der in dieser Formelklasse mit dem R26, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, okay. Dann gehen wir mal rein in den Hallo, Lauf. meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? So, wir starten von B14 aus. Wo haben wir den Teamkollegen da vorne irgendwie drin? Okay, gut. So, ein neuer Tag. Heute ist Dienstag, das heißt, wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Für uns, für euch. Ja, das muss man gerade ein bisschen mit versuchen. Das ein bisschen reinzudrücken. Ah, der BMW, der wollte dann am Ende doch. Ja, ich versuche gerade noch ein bisschen mit da unten. Mich da irgendwie ein bisschen aus dem ganzen Durcheinander jetzt noch reinzuhalten. So, den hat es auf jeden Fall schon mal erwischt. Aber egal. Ausbeschleunigen und dann gehen wir vielleicht das Führende in den... in die zweite Runde. Schafft er das diesmal? Angriff gegen den Führenden und damit haben wir es. Start. Bleib an der Spitze. Das ist dieser Strecke gar nicht so unwichtig. Aber dann macht es der Regen plötzlich ein bisschen dünn. Da hat uns der Regen ein bisschen durcheinander gebracht, weil wir sind da ein bisschen rausgerutscht. Regen, ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass wir jetzt auf dieser Strecke ganz wichtig ist, die Führung zu gehen, so ein bisschen rauszuhalten. Weil ich checke jetzt nicht, die überholen sind wirklich. Gut. So, der lässt es jetzt natürlich schön vorbeigehen. Dankeschön hierfür. Und jetzt gehen wir sogar schon in die letzte Runde. Es sind ja nur drei Runden insgesamt. Sprich, jetzt haben wir noch die Chance, das Ding letzte nach Hause Runde. Zu rocken. Verteidige deine Führung. Jetzt sind wir mal super durchgekommen. Wir sind mir jetzt ziemlich böse rausgerutscht. Versuchen wir es nochmal. So. Okay, dann haben wir das Thema. Haben wir den ersten Sieg schon mal heute in der Tasche. Vom Teamkollegen hat überhaupt gar nichts zu sehen. Er hat ihn wirklich rausgehalten. Der neue Mann, Cody Kaufman, der jetzt nur auf Ranghelfen mit dem Ziel kommt. Der eigentlich ein bisschen mehr kann als der letzte, aber auch nicht so ein gutes Resultat einsammelt. Schade. Ich hatte gedacht, ich könnte mir mal überhaupt einen aus dem gemittelten Fahrerfeld aussuchen, weil da wären so ein paar Kandidaten, die ich gerne mal an meiner Seite hätte. Die mir mal am meisten auf den Piss gehen. So zwischendurch mal zumindest. Okay, dann haben wir das Thema aber auch durch. Wir gehen jetzt gleich ins in das letzte Rennen. Das ist der National Circuit for Silverstone. Das für euch, für mich letzte Rennen, nicht nur diese Serie, sondern überhaupt erstmal, dass wir da für, dass wir da. Ja, das letzte Rennen für heute und für mich und für euch. Mein. Es geht in die Ist egal, es ist nicht voll auf der Fall gegeben, weil ich Chris, aufnehme was davor, habe ich nicht viel Folgen wie Speed gemacht. Also ich habe echt viel getan. So. So, wir starten von 15 und wollen natürlich das Ding nach Hause fahren. Okay.
Das Wort hier nehmen wir uns, ist ein bisschen wieder weggekommen. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen auf der Linie. Den hat das aber, der hat er noch mitgegeben. Den haben wir noch, mitbekommen gerade. Da kann ich jetzt nicht dafür, dass ich dem Alpha in die Seite gegangen bin. Da würden wir heute mal schön in die Kurve eintauchen. Oh nein, bitte nicht. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, okay, der dehnt sich jetzt quer. Aber wir haben es zumindest geschafft, jetzt schon vor dem Ende der ersten Runde zurückzugehen. Wir gehen nämlich jetzt gleich schon in Runde 2. Ja, hier ist das Ende, genau. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Der Kurs ist auf jeden Fall noch nicht groß, das ist auch wieder letzte. Das ist Zeit 1:12, okay. Dann brauchen wir noch so circa 2,5 Minütchen. Und dann sind wir für heute durch. So, okay, gut. Da mein Teamkollege gerutscht bin, kann ich auch nicht dafür. Tut mir leid, ich habe so Angst, dass ich gestellt habe, dass wir... Nein, ich bin jetzt nicht weg. Aber ja, muss man so ein bisschen zu liefern. Tut er jetzt gerade diesen Rennen zumindest sehr gut. Da schauen wir uns ein bisschen ab und dann von der gesamten Konkurrenz. Und wenn er dann mal vorne mit dabei ist, ja, dann passt das auch so. Und wir gehen jetzt wieder zur Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ordentlichen querstädtischen blöden britischen Regen hier. Ja, ich fahre ein bisschen vorsichtiger. Bloß nicht so viel riskieren. Scheiß auf die Rundenzeit. 1 Minute 2,62. Das wird auf jeden Fall keine halbe Minute Runde werden. Ich schaffe ja nochmal eine Runde zu sitzen. Der Zeit ist das auch schon mal gut. Würde passen. Die Frage ist, wie drin wird die Zeit? So, Teamkollege bleibt dran, noch vorne. Eins, zwei, eins, irgendwas war das gerade. Ich glaube, es könnte knapp gereicht haben. 1:2:1:9. Die Frage ist, ob es reicht. Ich weiß nämlich nicht, was vorher noch für eine Runde war. Ich weiß gar nicht, war das die letzte Runde? Ich würde gerne mal die Zwischenzeiten komplett haben, ob das die beste Runde überhaupt war. Also, ob das die dritte Runde war. Naja, egal, sei es drum. Wir sind auf jeden Fall durch. Wir haben die beste Runde. Warum auch immer mir jemand schreibt. Na gut, egal. Ja, wir haben es. Dann sind wir auch durch. Für heute. Ja, dann genau. Dann haben wir das auch, das Thema. Und auf 3 ist er dann am Ende gelandet mit seinem zweiten Platz. Und sehr eintönig davor, was da auf dem Podium steht. Gut, dann sind wir durch für uns. Wir machen weiter morgen dann mit der Classic GT Tour. Da sind es ebenfalls so 2 Rennen. Also ich glaube, es gibt kaum mal irgendwie 4 Runden Rennen. Ich gucke mal das mal. Nur 1, 2, 3. Ja, doch, das sind ein paar am Ende. Hier sind nochmal 1, 2, 3. Ja, das sind immer die 3 letzten hier, so die 4 Runden Rennen haben. Wenn es dann in die letzte Folge geht, irgendwann. Bei den letzten 3 werde ich meistens so aufnehmen oder so. Wie auch immer. Scheiß drauf. Egal. Wir sind durch jedenfalls und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.